Hey und willkommen zur nächsten Folge von der Minecraft Superflat Challenge. Das ist ein ganz kurzes Projekt, wo wir versuchen, an der Superflat Map den Enderdrachen zu besiegen. Mit nichts und so schnell wie möglich. Das habe ich zusammen mit Reefed gespielt on Stream, habe jetzt aber Folgen draus geschnitten. Und das ist jetzt die zweite Folge davon. Ganz wichtig, wenn ihr die erste nicht gesehen habt, klickt da mal drauf. Ich habe es per Infokarte verlinkt und auf dem Kanal findet ihr es auch. Ich habe gestern den ersten Teil hochgeladen. Der ist super wichtig zu sehen, damit ihr wisst, wie wir überhaupt dahin gekommen sind, wie weit wir gekommen sind. Und in dieser Folge geht's weiter und ihr dürft euch auf einen epischen Nether Portal Fail gefasst machen. Es ist mal wieder super gelaufen und wir sind einfach komplett doof gewesen. passiert. Ihr seht jetzt gleich schon warum. Legen wir los mit dem Video. Falls ihr alle weiteren Folgen sehen wollt, denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Dann kriegt ihr immer Bescheid und vergesst es nicht. Das kriegt es dann angezeigt per Benachrichtigung. Würde mich freuen, wenn ihr dran denkt. Und jetzt geht's auch schon los mit dem Video. Let's go. Wieder eine Kirche. Ja, Kirchen. Da haben wir genug von gefunden bisher. Da ist ein Bett drin, sonst nix. Da ist eine Kiste drin mit Essen. Wollen wir sagen, du lootest die Häuser, oh, ich kümmere mich um den Golem ja. Und dann weiter? Jo, okay. Können wir machen. Können wir aber auch mal eine Schaufel machen. Ups. Wenn dann wer anderen eine Falle gräbt. Nach dem Motto. Oh nee, jetzt geht er in Agro-Modus, weil er die Schleims sieht. Immer noch nichts. Schaufel. Oh, ich habe hier einen Armor und Schmied. Ah, man kann sich hier Eisensachen kaufen bei dem, bekommen? Ne? Du kannst ja, das habe ich auch schon gesehen. Aber das ist halt relativ teuer. Na gut, 7 Emeralds für eine Hose. Ja, Ich nehme mal den Blast Furnace dafür mit einfach. So, Blast Furnace ist mitgenommen. Kannst du direkt ein Pferd krallen. Droppt auch Leder. Ach, stimmt. Wo ist denn der Golem jetzt? Wo ist er denn hin? Ist er schon tot? Oh, ich glaube, der ist gestorben, oder? Ja, kann gut sein. Ja, der ist gestorben. Das waren dann doch ein bisschen zu viele. Dann können wir direkt weiter. Sei denn, du brauchst noch was. Nö. Wenn wir die traden könnten, die Slime-Blöcke. Aber gibt's, glaube ich, nirgends, ne? Nö. Autsch, autsch, autsch. Schau mal mit. Oh, warte, jetzt gucke ja, ich zu also, dir und jetzt kommen die Schleime. Ja, komm mal jetzt klar. Also hier in der Mitte ist das Eisen. Ah, ich krieg's. Ich hab's. Gut. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Da, wo die Slime hingehen wahrscheinlich. Ja, wo die weggipfen. Die Schmiede gefunden. Ah, finally. Das ist wirklich gut. Komm, wir gehen direkt zur Schmiede und gucken, was da drin ist. Da freue ich mich drauf. Dann gehen wir direkt erstmal schlafen wieder. Ja, auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall schon mal 2 Lava. Das heißt, wir müssen dann direkt, also ist mit Sicherheit dort. 2 Eimer brauchen wir. Einsammeln. Ja, hier ist 2 Lava. Schön. Jo. Und. Zwei ja. Dias. Würde für ein Enchantment Table wahrscheinlich reichen. Können wir ein Enchantment Table theoretisch machen? Und auch noch eine Eisenhose. Beziehungsweise, wenn du willst, kannst du die. Ich habe die Pickaxe gehabt. Und ein Sattel für Pferd. Ja, ein Sattel. Es ist halt leider nur eine. Aber könnte trotzdem schon mal gut sein. Dann könnte einer theoretisch vorgehen immer und dann halt theoretisch hercallen. Ich hätte gesagt, setz dich drauf, dann kannst du von deinem hohen Ross heruntercallen. Aha. Warte. So, hier. Warte. Oh, warte, soll ich schlafen gehen. Ja. Monsters nearby. Ah. Dann mache ich mal eben Sparky. Oh, da ist ein Skelett oben drin. Oh, lol. In der Decke. Da ist auch noch ein Zombie. Ich habe gerade keine Waffe in der Hand. Meine Axt ist kaputt gegangen. Deswegen können wir schlafen. Es sind oben und unten Monster. Ja. Da geht auch nicht. Sind, Fledermaus auch als Monster? Nee. Er geht wirklich nicht. Verdammt. Ich habe keine Axt mehr. Jetzt habe ich wieder eine. Ich glaube es echt noch nicht. Noch weiter hoch vielleicht. Noch weiter aufs Dach. Probier mal. Sternenhimmel immerhin. Hier geht's. Hier oben geht's. Moment, komm mal. Ganz oben. Ach man, ein zu volles Inventar, lauter Kleinkrab, lauter Unsicherheit, was ich jetzt rauswerfen soll. Ist schön.
schön. Und was nicht. Ich hasse es, sonst habe ich immer alles organisiert, ne? So. Penne. Natürlich noch ein Enderman. Um den können wir uns gleich kümmern, wenn Tag wird. Dann verbrennen ja die Mobs. Ja. Und den Enderman, den können wir uns so schnappen. Ja, Endermänner sollten wir eigentlich schon mitnehmen. Und was wir, was jetzt auch gleich eklig wird, lass mal ganz kurz das Inventar ein bisschen aufteilen, dass wir nicht alle beide dasselbe im Inventar haben. Ja, ja. So, wo ist er denn? Hier war doch gerade noch ein Enderman. Bei Lava-Eimer. Hier war doch gerade noch ein Enderman. Zwei Stück hatte ich gehabt. Ja, ich sehe ihn auch nicht mehr. Oh nee, ich habe gerade hier so ein Deckel. Doch, hier hinten ist einer, hier hinten ist einer. Und ich sehe auch noch einen da hinten. Warte, ich lock den mal. Da ist auf jeden Fall noch einer. Sekunde, einen habe ich erstmal. Ja. Achtung, der kommt. Ja, ich glaube, dass der dir nicht zu viel Damage macht, ne? Kommt der hoch? Der bleibt hier unten. Nee, der bleibt hier unten. Kannst du den klatschen oder wechselt der? Ich kann den safe nicht klatschen. Nee. Also, der wird mich instant killen. Aber ich kann mal. Ich kann den anderen mal holen. Das soll ich hinbekommen. Wo ist er hin? Ich kann hauen von hier. Eine. Ah, hier war gerade noch einer. Ach, da hinten. Den hole ich mir noch. Hallo, Enderman. Jetzt hat er die Akku auf mich verloren. Jetzt hat sich wegteleportiert und die Akku auf mich verloren. Ich habe ihn zweimal hitten können. Oh, Mann, hallo, Enderman. Ich guck dich komplett an gerade. Wenn die zu weit weg sind. Nee, der steht direkt vor mich. Ich guck den an. Der ignoriert mich. Ah, jetzt aber, oder? Jetzt kam er zu dir. Da ist auf jeden Fall noch eine Agro. Boah, das gibt's doch nicht. So, da müsste auch noch irgendwann. Ich hüpfe da gleich runter und probier's, ne? Zweimal gehittet habe ich ihn. Oh, pass auf, aber die sind so stark. Ich hätte erstmal entkommen. Ich bin runtergesprungen, hat sich wegteleportiert. Ja, egal. Ja, eben nicht egal, wir brauchen die. Oh! Nimmt sie einfach über mir den Block weg. Enderman. Ich hab mir so ein Ding gebaut und nimmt sie einfach einen Block davon. Hab eine Enderperle. Sehr geil. Aber der von mir hat sie immer noch rumteleportiert. Ja, kein okay, Plan. Enderperle schon. Können wir einfach weitergehen? Können wir. Ich habe jetzt nicht alle Häuser looten können, aber ist nichts mehr drin, schätze ich. Ja, nee, da ist nichts mehr. Nee. Haben alles durch. Gut, Lava haben wir mitgenommen. Obsidian war keins drin. Dias haben wir. Schön. Wir könnten. Naja, war kein Obsidian drin, stimmt. Oh Gott. Ist das hier noch so viel Mobs sind? Ja, lass mal hier irgendwie durch. Da ist der Enderman. Enderman! Bleib stehen! Nein! Oh, der ist aber Akku auf dich. Der ist gar nicht Akku, das ist ja das Problem. Echt? Der bottert sich so komisch. Ja, der putzt sich einfach weg. Der ist wirklich. Achtung, Creeper! Aber ich hab eine Enderperle. Aber ich hab keinen Platz im Inventar. Pass bitte auf! Achtung, Creeper! Ich sammle die Perle auf. Ja, sammle die ein. Ich hab sie. Lass mal ganz schnell von hier einfach weg. Ja, jetzt lauf du vor. Lauf den da. In welche Richtung? Ich glaube hier in die Richtung, wo wir waren, können wir weiter, weil wir sind von einer Seite gekommen. Okay, dann gehen wir hier durch. Ja, ich bin gerade ein bisschen low, 300 Herzen. Oh Gott. Soll ich hier was bauen zum Einbauen? Obwohl, ich glaube, hier vorne kannst du gleich essen. Hier kannst du in Frieden essen. Naja. Okay. Ich meine, gut, du warst halt schon auf dem halben oder so? Oder eineinhalb irgendwie? Mit dem schönen Golem. Zu wenig Essen einfach. Muss gleich nochmal Fleisch braten. Ja, ich habe auch noch 3 Fleisch. Können wir auch noch braten. Ich sehe wieder Kirche. Und? Ey! Waren wir hier schon? Waren wir hier schon? Wir waren hier schon. Dann sind wir doch wieder im Kreis gelaufen hier. Also irgendwann verlierst du halt die Orientation auch, ne? Ja, wir hätten uns eine Richtung merken sollen, wie wir gehen. Ich glaube, wir sollten generell nur in eine Richtung eiern. Guck mal hier, Richtung Westen. Ist halt weg vom Spawn. Müsste eigentlich passen. No. Wir haben jetzt schon einen Sattel gefunden. Wenn wir im Endeffekt dann irgendwann 2 haben, dann kann man ja auch super schnell wieder zum Spawn zurück. Richtig. 2000 Blöcke mit dem Pferd sind ja auf einer Flat World eigentlich nichts. Auf einer Flat World generell geht das ja eigentlich relativ gut. Ja, man braucht so viel Essen, von A nach B zu kommen. Weil wenn uns Essen ausgeht, dann wird es wirklich belastend. Wenn wir dann noch zum nächsten Dorf müssen.
Kommen wir von da hinten, von dem Dorf, was ich da im Augenwinkel sehe, oder? Ich glaube, da waren wir schon die Chunks bei mir geladen. Also hoffe ich, ziehe mir dennoch mal ein Pferd und dann kann ich immer mal schnell hinreiten und gucken oder so in dem Fall. Hm? Jetzt muss ich mich nur noch mögen. Best friends forever. Ja, top. Also da hinten sind wir, glaube ich, gerade hergekommen. Ich glaube von da, ja, ich glaube auch. Irgendwie so in die... Und wir haben uns auch in eine Richtung hier ausgesucht. In die hier in die Richtung ging es nach hinten weiter. Ne? Norden, was haben wir jetzt ausgesucht? Osten, oder? Wir fahren gerade in die in die negativen X- und Z-Koordinaten. Lass mal in die negative X gehen. Da merken wir es aber, dass wir einfach jetzt einfach Richtung Westen gehen. Aber das ist ganz in Ordnung. Ja. Das ist uns auch vor. Also so viel schneller ist das Pferd auch wieder nicht. Ich glaube, ich habe ein richtig lahmes Pferd erwischt. Kann das sein? Ja, das Pferd ist echt ziemlich langsam. Ja, das ist ziemlich langsam. Das ist ziemlich dick, das Pferd. Das hat mehr Leben als sonst, aber da muss ich hier mal, müssen wir mal switchen. Ich sprinte gerade mit dem Ding. Dribbel so ein bisschen. Also die Pferde haben verschiedene Traits, ne? Manche sind halt schneller, manche können höher hüpfen und so. Oh, das kann wirklich hoch hüpfen. Das kann eine richtige Hüpfnummer. Und das kann sau hoch hüpfen. Siehst du das? Wie hoch das ist? Na, warte. Das ist die maximale Höhe jetzt. Ne, das nicht. Oh, schlafen. Schnell. Also mit dem Pferd. Zwei Tierchen. Yep. Mit dem Pferd muss man ein Wörtchen reden. Ich probiere mal ein anderes Pferd aus. Das ist ja hier. Das Pferd läuft langsam wieder zurück. Ja, okay. Hier auch einfach nur looten und wieder gehen. Zwei Kirchen. Ja, super. Tja, den ohne, wie gesagt, wir brauchen halt beide Full Iron. Ja. Also, ich muss auch sagen, ich habe schon ein paar Mal, also ein, zwei Mal so eine Minecraft-Challenge gemacht und ich... tut mir beim Enderdrachen tatsächlich des Öfteren ziemlich schwer. Wenn der einen so hochschleudert und dann habe ich zwar einen Wassereimer dabei, dann schaffe ich den MLG nicht und dann RIP. Und beim Slowfalling drängen komme ich wahrscheinlich auch nicht. Das würde man, glaube ich, Trick, um nicht hochgeworfen zu werden? Ja. Und zwar? Du gehst einfach nicht hin. Du killst ihn nur im Fernkampf. Du musst ja nicht im Nahkampf draufschlagen. Du kannst dir auch Zeit lassen. Du musst ja nicht hingehen und das Vieh im Nahkampf bekloppen, wenn das mit dem Schwanz um sich schlägt. Bleib doch da drin. Jetzt erstmal so mind blown. Ach so, man muss ja gar nicht im Nahkampf hin. Warte, bis er wegfliegt und schießt drauf. Ich bin der Meinung, dass er mich auch schon mal geschleudert hat, als ich einfach nur chillig. Na gut, wenn er angeflogen kommt, fliegen, dann kann er dich auch noch wegnocken, ne? Ah, komm. Hier rein. Der Arme wird von überall angegriffen, aber der will einfach nur das Dorf beschützen. Hm. Was haben wir zu guten Loot? Ich suche jetzt einen Smoker, damit können wir die Sachen schneller braten, das Essen. Den nutze ich jetzt einfach mal. Hm? Da waren wir noch nicht, oder? Aber es sieht auch nicht nach Schmiede aus. Also einmal schnell einmal durch und dann... Golem killen, weg. Bücher nehme ich mal noch mit. Kann man ja immer gebrauchen. Vielleicht. Eigentlich nicht. Aber ich nehme sie mit. Eigentlich nicht. Du brauchst ein Buch für ein Enchantment Table. Oder halt gleich für ein Level 30 Enchantment Table. Aber ich glaube nicht, dass wir Level 30 werden auf Dauer. Na, ich bin schon 9. Okay. Aber ja, wahrscheinlich eher. Ich bin auch Level 9, aber. Der greift mich nicht an, wenn ich den jetzt in Lava packe, oder? Nö. Hexe. Boah, wie der brennt. Aber pass auf, muss die Lava wieder ein. Ich mache das immer nur so kurz, einmal Lava setzen, dann die Lava wieder einsammeln. Lava setzen, einsammeln, sodass sie sich nicht so verbreitet, wenn die verbreitet und er verbrennt. Genau. Wenn du willst, kannst du mir einen von den Lava einmal geben. Du hast ja zwei. Dann kann ich da gegebenenfalls auch mal, wenn ich einen habe, mitmachen. Hey! Zack. Sparky. Ja. Du hast hier meine Lava genommen. Oh nein, haben wir zur selben Zeitpunkt auf denselben Fleck gesetzt? Ja. Oh nein! Ja. RIP-Lava. RIP. Da habe ich nicht das gedacht. Das Ganze machen wir nicht nochmal mit zwei Eimern. Okay, ab sofort nur noch einer. Ja.
Wir haben die Lava einfach auf denselben Block gesetzt. RIP. Die Lava gecrabbt. Okay, lass uns direkt weiter hier. Dorf hier hat kein gutes Omen. Ich muss nur gelaufen. Warte mal, Osten, welche Richtung? Nee, doch ja, hier weiter in hier Richtung. In die Ecke. Ich mache mal F3, dann hast du da die Koordinaten. Die sind schon 4000 okay, Glöcke. Okay, dann machen wir es doch so. Du holst dir ein Pferd, dahin war, glaube ich, Pferde gerade. Ja, der ist schon eins. Wir trennen uns und da du ja ein Pferd hast, kannst du dann ziemlich schnell dann wieder zu mir kommen, theoretisch. Ja, ne? Ungefähr so ein Block pro Sekunde schneller als ein normal sprintender Mensch. Ja. Je nachdem. Ich gehe weiter, ich gehe einfach straight in Richtung Westen, also nur Westen. Hast also du da so ein bisschen Westen. West, Norden irgendwie, ich gehe nur Westen. Wenn du Richtung Westen gehst, dann gehe ich mal Richtung Norden. Mhm. Und ich habe schon Dorf. Ja, moin. Ja, bin ungefähr 2 Minuten vor Spark losgelaufen. Und ich habe eine Schmiede. Okay, vielleicht war es eine gute Entscheidung, dass wir uns getrennt haben. Vielleicht war das das Richtige. Was ist drin? Was hast du für Items? Also warte, innen drin muss ich gucken. Ich habe 7 Obsidian. Wow. Ja, dann können wir direkt in Nether. Nee, Quatsch. Können wir nicht. Aber wir haben jetzt insgesamt quasi 8. Aber doch, nee, doch, ich habe 10. 10 und 2 Lava-Eimer. Ich hab, komm ja, zurück. Ja, ich habe auch noch eine. Ja, okay, dann. Nee. Wo muss ich hin? Einfach Richtung Norden reiten. Wir haben uns getrennt und ich bin 30 Sekunden eine Richtung geritten und schon haben wir alles fertig fürs Netherportal. Richtung Norden? Wohin? Einfach Richtung Norden. Ich bin bei minus 4250 minus 4250 minus 1780. Oder sagen wir so, minus 4200 minus 1800. Kannst du gut merken, denke ich. Okay, da langsam in die Richtung. Aber ich habe natürlich jetzt nicht Eisen für die Eimer. Das heißt, die bräuchte ich dann von dir. Achso, ja, genug Eisen haben wir. Ja, das hat doch schon mal richtig gut geklappt. Ja, so, das sollten wir öfters aufteilen. Das war jetzt einfach zu perfekt. Hat wirklich gut geklappt. Ja, und selbst links nochmal, aber. Das hat ja echt schon gut gepasst hier. Ist das Dorf, wo du warst? Ich weiß nicht, ob das das Dorf war, wo du warst. Geh mal rein. Die letzte war 1800, oder? Ja. Minus 1800 war Z und 4300 war X. Ja, dann ist es das aber Dorf, wo jetzt du ist bist. Mein Pferd abgehauen mit Sattel. Oh. Das ist belastend. Ich bin hier vorne rausgegangen, vor der Schmiede und das Pony ist weg. Das hier ist das heilige Dorf. Das Pferd plus Sattel. Ich habe jetzt gerade. Also, okay. Das scheint irgendwie so ein bisschen rumzubangen, glaube ich. Oh, ich muss schon wieder. Ich glaube, ich will log mal. Das Pferd ist irgendwie komplett. Lost. Ich will auch eben eine ganz kurze Sekunde. Na gut, dein Pferd steht doch hier. Da ist ein, ja, ich sehe es ja nicht, hier. Das ist das Problem. Für mich ist es ja unsichtbar. Ach so, ja, deswegen will ich. Hier. Siehst du es? So, hold on. Hier. Ja, genau. Für mich war es unsichtbar. Aber wir können in Nether gehen. Das ging auch jetzt doch schneller als gedacht. Okay, nice. Ja. Dann machen wir halt eben 2 Eimer. Genau, du hast Haupt. Das auch genau passt, ey. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht. Wollen wir Pfeile tauschen, Eimer? Bevor wir in den Nether gehen oder erst später? Ach so. Lass mal, ich mach mal eben uns ein bisschen Eisen-Equip, oder? Ja, genau. So, Brustpanzer mache ich uns. Ja, hier sind 3 Fäden und. Moment. Dankeschön. 3 Sticks, kannst du den Bogen machen, wenn das geht. Danke. Ups. Eine Sekunde, ich habe hier so die Chestplate und. Die Hose. Genau, Schuh könnte ich mir machen. Ich habe noch ein Eisen. Ich habe noch 6 Eisen. Das heißt, ein Eisen zu wenig für 2 Schuhe, aber. Eins zu wenig. Ja, passt aber. Ich bin gerade überlegen, ob wir noch irgendwas anderes. Ich habe halt noch, guck mal, ich könnte noch einen Zaubertisch machen, aber wir haben keine. Wir können gar nicht. Ich habe Lederschuhe, die kannst du nehmen. So, also willst du wirklich einen Zaubertisch nehmen oder wollen wir es ohne probieren? Lapis. Ah, stimmt, Lapis, ja. Gut, können wir vergessen. Enchantment Table können wir knicken. Ja. Das heißt, wir haben 2 Dias. Jupp. Also dann für ein Schwert wahrscheinlich, oder? Obwohl, bringt er nicht. Ja, gut, das wird lieber für Rüstung sparen, oder? Vielleicht finden wir nochmal welche. Ja, lass sie sparen. Vielleicht gibt es eine Netherfestung irgendwas oder so. Ja. Jetzt nur die Frage, wo bauen wir das hin? Das Netherportal, wollen wir das irgendwie in die Schmiede hier reinbauen oder so? Ich sehe es nicht. Pass mal auf, dann setz ich mal die Lavaquelle zuerst, okay? Mhm. Setzen wir einfach mal
Hier eine hin und dann Wasser drüber. Soll ich machen? Einfach drüber Wasser, aber bitte nicht auf die Lava selbst. Ja, genau. Also ein bisschen weiter oben runterfließen lassen für den Fall. Ja, ja, ja. So, dann da einmal daneben Wasser. Lavaquelle rein. Ja, nee, was war schon richtig, aber deine Lavaquelle noch danach rein. Also, genau. Yep. So. Hast du noch eine dritte Lavaquelle? Ja. Mach zuerst Lava nicht, also unten ist einfacher zu setzen als oben. Ja. Kannst du rechts daneben. Auf den Cobblestone, genau. Yep. So, okay. Und die restlichen sieben darf ich mich nicht verplatzieren, weil ansonsten haben keine Diapicke, ne? Ja, sonst ist RIP. So. Noch nie hat jemand so vorsichtig ein Netherportal gebaut, glaube ich. Warte. Oh, das ist okay, gut. Nein. Jetzt? Stopp, ich hab einen Holzblock sitzen gebracht. Ja, lass mal kein Holz an, das brennt sonst ab wahrscheinlich. Deswegen. Das soll er anbrennen. Ach so, Entschuldigung, okay. Wir müssen aber dann macht das. Okay, geh schon. Wir müssten hier. Oh, wir haben keine Lava-Messbar. Ah, stimmt! Wir sind so doof. Oh nein! Das vor, wir brauchen ja noch einen Lava extra! Oh nein! Aha! Oh, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht jetzt, ne? Ich auch nicht. Oh no! Nee. Ja, gibt's ich würde sagen. Gegen eine andere Art durch Mobs oder so? Nee. Ich würde sagen, wir müssen uns das hier merken, die Koordinaten, ja, und jetzt ab geht's mit dem Pferd. Ja. Ist eigentlich schon wieder Nacht? Ja, sollten wir direkt, können wir direkt schlafen. Ich kann hier pennen gerade. Oh Mann. Alles klar. Ich würde sagen, ich mache einen kleinen Folgenschnitt und ob wir das noch gebügelt kriegen und vieles mehr, seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann, das Gachen. Und tschüss.